Was hätte Jesus zu dieser Zeit gesagt? Diese Frage hat euch vielleicht auch schon mal beschäftigt. Darum geht es heute und wir werden eine tiefgehende Botschaft auch von Jesus bekommen. Ich wünsche euch allen fröhliches Weihnachten. Wer mich noch nicht kennt, ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe und wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz vertreten. Wir sind eines der größten Online-Portale für spirituelle Weiterbildung im Webinarbereich. Und wenn du immer die neuesten Botschaften erhalten möchtest, dann solltest du am besten jetzt gleich meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, denn dann wirst du von YouTube sofort informiert, wenn ein Video von mir rauskommt. Und ich danke dir schon ganz herzlich dafür. Ja, und heute geht es mal um die aktuelle Weihnachtszeit. Es geht um Jesus, um diese wundervolle Energie, die uns Jesus schenkt und die uns Frieden und Licht und Freude bringen möchte, die uns sagen möchte, lieber Mensch, lass das, was im Außen geschieht, einfach mal im Außen. Und gehe in dein Innerstes, gehe in dein Herz und spüre, was die geistige Welt alles für uns, für Liebe und für Licht vorbereitet hat. Und spüre auch Jesus. Ja, was hätte Jesus zu dieser Zeit gesagt? Vielleicht hat der eine oder andere von euch sich schon einmal diese Frage gestellt. Und ich denke, wir werden heute auch bestimmt Antworten bekommen mit dem Channeling, was ich nachher für euch geben werde. Es ist eine der aufregendsten Zeiten überhaupt und es ist eine sehr herausfordernde Zeit, was uns gerade alles im Außen ereilt und beeinflussen möchte. Ich wünsche mir für euch, dass ihr für euch selbst die eure Mitte findet und daraus eure Kraft schöpfen könnt und dann auch einfach dieses Fest der Liebe, es ist ja ein Fest der Liebe und des Friedens, wo wir gerade aktuell drin sind, dass ihr das dann auch mit euren Freunden oder mit eurer Familie richtig gut genießen könnt, völlig egal, was außen abgeht. Das, also ich persönlich, ich kümmere mich jetzt in den Tagen absolut nicht um das Äußere, denn es ist einfach, ist für mich jetzt unwichtig geworden. Ich möchte lieber die Liebe fühlen, ich möchte lieber mit der geistigen Welt zusammen sein, mit meiner Familie, mit Freunden, mit lieben Menschen einfach und die Schönheit, die Stille und diese Feierlichkeit genießen, denn es ist ja doch etwas Feierliches, was gerade geschieht, das Weihnachtsfest und diese Energie, ach, jetzt kriege ich gerade eine totale Gänsehaut, diese Energie des Lichtes, die ist ja jetzt auch schon die ganzen Tage in unsere Welle des Lichtes hineingeflossen, hat sie gestärkt und ausgedehnt. Am 21.12. war der Höhepunkt von dieser Lichtwelle und nun trägt sie die Energie weiter bis zum 29.12. Dort gibt es auch nochmal eine große Portalöffnung für die höchste Spiritualität. Also wer möchte, kann sich dann auch am 29. nochmal mit dieser Lichtwelle verbinden und dort ganz viel Energie auftanken, ganz viel Licht mitnehmen, denn an diesem Tag sind Energien von der geistigen Welt bereitgestellt, welche uns sehr intensiv in das Erwachen bringen und weiterleiten können. Es ist jetzt nicht so, dass man von einem zum anderen Tag erwacht. Das ist nicht so, sondern es bedarf vieler einzelner Schritte. Und der 29.12., dieses Tor, was sich da öffnet, das ist einzigartig und unterstützt uns alle nochmal ganz tief in die Spiritualität hinein abzutauchen. Und das, was wir heute tun mit Jesus, das ist etwas, was uns auch schon darauf vorbereitet, nochmal die Energien am 29. sehr intensiv aufzunehmen. Und ich möchte euch einfach auch einladen,
mit mir zusammen in die Inkarnation von Jesus einzutauchen und vielleicht einfach mal einen Moment in seinem Leben mit ihm jetzt zu verbringen. Also ich weiß noch nicht genau, welche Situation es sein wird. Ich werde ja dann gleich geführt und wir werden zusammen an einen Platz gehen und ich bin mir sicher, der eine oder der andere von euch wird sich daran erinnern und dann kommen ganz viele Erinnerungen zum Vorschein, Dinge, die längst vergessen waren oder heimlich in den Zellen geschlummert haben. All dies wird euch erreichen und dann kommen Bilder und vielleicht auch Weisheit und Antworten von Jesus. Es ist also eine wunderschöne Sache, jetzt sich mit Jesus zu verbinden. Und ihr dürft natürlich auch Fragen stellen. Ihr dürft auch Heilenergien euch wünschen. Also es ist alles möglich jetzt in diesen Minuten, die gleich geschehen werden. Es wird die tiefste, schönste, hochenergetischste Energie von Jesus auf die Erde fließen. Ich werde mich einfach verbinden mit seiner Liebe und mit seinem Licht und dieses wird dann durch mich hindurch strahlen zu dir in dein Herz. Und ich wünsche mir so sehr, dass ihr ganz viel davon mitnehmen könnt, von dieser Energie und euch auch so tief wie möglich einfach hineinfallen lassen könnt und dass in diesem Moment alles unwichtig wird, was von außen auf uns einströmt, dass in diesem Moment alles abfällt, was uns Sorgen macht, was uns das Leben schwer macht und dass in diesem Moment ganz viel Hoffnung wieder in euch einströmen darf, sodass wir aus dieser Botschaft, aus diesem Channeling ganz gestärkt herausgehen, kraftvoll und lichtvoll und bereit, das neue Jahr in einem guten, in einer guten Energie, in einer richtigen Kraft, in einem strahlenden Licht zu beginnen. Und das, was dann geschehen mag, dass dies in dem Licht des Friedens geschehen möge. Das ist mein Wunsch und deswegen bin ich heute schon sehr intensiv mit der Christusenergie verbunden. Ihr könnt es sicher spüren, ich habe euch auch eingeladen ins Wohnzimmer mit dem Kaminfeuer, einfach um es so ein bisschen gemütlich uns allen zu machen und um zu fühlen, was doch auch der Winter für eine schöne Jahreszeit ist, wenn man gemütlich in der Wärme sitzen kann und zusammen mit der Familie sein kann. Wer jetzt von euch alleine ist, dem schenke ich auch gerne dieses Video, denn wir sind ja jetzt auch zusammen und auch das ist ein kleines Familienfest oder vielleicht sogar ein großes Familienfest mit der Smarana-Familie, wo wir ja alle dazugehören. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei euch allen bedanken für eure Treue, für eure Liebe, für euer Licht und auch für die vielen, vielen Spenden, die ihr mir zukommen lasst, um mich zu unterstützen. Ich bin jedes Mal tief berührt und jedes Mal so dankbar dafür, dass es euch gibt und dass wir zusammen sein können. Dies ist mir ganz wichtig, dass ich das heute euch sagen darf. Und ich bin sehr gern euer Medium, ich bin sehr gerne hier und tue alles, was ich kann, damit das Licht von Smarana, Gottes Nähe, immer fühlbarer auf der Erde wird. So, und jetzt spüre ich schon, wie die Energie so sehr angewachsen ist und wie die geistigen Wesen schon ein bisschen drängeln, dass das Channeling jetzt auch kommen soll. Und so wünsche ich dir ganz viel Freude und ganz viel Liebe und Vertrauen bei den Worten, die jetzt gleich zu euch fließen werden. Ich habe hier das Jesus-Spray mir schon mal geholt. Jesus und Smarana, Gottes Nähe fühlen. Und dann werde ich gleich
da hineintauchen und ich schicke euch schon mal ein bisschen Energie rüber. Ich weiß, dass manche von euch das dann auch riechen können. Ja, und jetzt geht's gleich los. Ich stimme mich ein. Einströmt das helle Licht der Liebe. Einströmt Vertrauen, Schutz und Licht. Jesus spricht zu dir. Meine liebe Menschenfamilie, meine lieben Freunde, meine Brüder und meine Schwestern, meine Kinder, ich stehe jetzt gerade in diesem Moment vor dir, vor euch. Und ich fühle eine sehr große Freude, dass ich jetzt zu dir sprechen darf. Es ist die Zeit des Vertrauens und es ist die Zeit des Loslassens. Des Loslassens von alten Dingen, die ihr vielleicht schon lange mit euch tragt. Des Loslassens der Energien, welche niederschwingen und so. Geliebter Mensch, geliebte Menschenfamilie, wird durch jedes Wort, welches Jesus zu dir spricht, all das in dir energetisch in Licht umgewandelt, was dich hindert, in die Liebe und in die Kraft zu gehen. All das, was dir schwer fällt, was dich sehr belastet, das transformiere ich durch meine Worte und es geschieht wie von ganz allein. Es ist die Liebe meines Vaters, die Liebe von Gott, welche dich erreicht, wenn ich jetzt zu dir spreche. Diese Liebe, sie sagt zu dir, du bist so wertvoll und du bist so einzigartig wunderbar. Glaube an dich, glaube stets an dich und an deine Kraft. Und so wird dich nun Jesus einladen, einen Moment in seinem Leben zu verbringen. Und wenn du es erlaubst, dann wird dich Jesus führen an diesen Platz, wo ihr euch vielleicht schon einmal begegnet seid. Und wenn du bereit bist, dann gib dein Einverständnis mit einem inneren Ja. Jesus wird es hören und Jesus wird deine Seele ganz sanft und liebevoll tragen in die Zeit, wo Jesus gelebt hat. Und dies geschieht jetzt in diesem Moment. Es geschieht über die Linien der Zeit,
und es geschieht wie von ganz allein. Du befindest dich an einem Platz, wo dir Jesus entweder gegenübersteht oder gegenüber sitzt. Es kann auch sein, dass ihr zusammen spazieren geht. Geliebter Mensch, das, was du jetzt wahrnimmst, ist genau richtig. Also lasse es zu, dass deine Seele dir jetzt die Bilder zeigt. Und so waren wir zusammen und haben gesprochen. Ich, Jesus, ich habe dir von der Liebe erzählt. Ich habe dir erklärt, dass es wichtig ist, dass du auf deine Seele hörst und vertraust. Ich habe versucht zu erklären, dass alles, was aus deinem Herzen kommt, das Licht der göttlichen Liebe trägt. Ich habe dir auch gesagt, dass schwierige Zeiten kommen werden. Und ich habe gesagt, dass es sein kann, dass ich dich verlassen werde, aber nur physisch. Und dass, wenn ich nicht mehr auf der Erde bin, du immer mit mir verbunden sein wirst. Denn über die Liebe, die Gottesliebe, sind wir zusammen verbunden. Und nun in diesem Moment hat sich eine sehr starke Energie der Liebe aufgebaut. Du spürst sicher in deinem Herzen, wie nah ich dir bin. Und möglicherweise fühlst du den Blick der Liebe, den ich jetzt zu dir sende. Möglicherweise spürst du das Licht, welches durch meine Augen in deine Augen hineinfließt. Ich gebe dir jetzt ein wenig Zeit, denn in dieser Zeit, wo wir sehr miteinander verbunden sind, darfst du mir Fragen stellen und ich werde sie beantworten. Und so nutze jetzt diese Momente der innigen Verbindung mit Jesus.
mein liebes Menschenkind. Ich lege dir meine Hand auf dein Haupt und lasse die Energie nun fließen. Es ist die tiefe Liebe von Jesus, welche nun zu dir strömt. Nun lege ich meine Hände auf deine Schultern und streiche dir die Arme hinunter bis zu deinen Händen und lege meine Hände in die deinen. Fühle unsere Verbundenheit und fühle, dass ich bei dir bin, dass ich ganz nah bei dir bin. Und so legt sich die Liebe von Jesus um deine Schultern, verschmilzt mit dir und du spürst mich ganz nah bei dir. Jesus sagt dir, Gottes Liebe ist bei dir. Gottes Kraft stärkt dich und schützt dich. Und so führe ich dich jetzt zu Gott. Spüre, wie die Energie ansteigt und fühle, wie die goldene Energie von Gottes vollkommener Liebe jetzt zu dir strömt. Spüre den Segen Gottes und spüre das neue Vertrauen, die neue Kraft, welche jetzt in dir sich ausdehnt. Spüre, dass wir bei dir sind. So legen sich die Segnungstropfen in deinem Herzen zu deiner Seele. Die Engel, sie singen deinen Namen. Der himmlische Chor, er singt die Worte der Liebe. Und du spürst, wie diese Worte dich anheben, wie deine Energie sich nochmals erhöht. Und du spürst, wie diese Kraft der Liebe dich nun trägt, durch das Leben trägt und du sicher sein kannst, dass du gut geschützt bist, dass du inniglich geliebt bist und dass du selbst ein wunderbares Wesen bist. Und so trage ich deine Seele wieder über Raum und Zeit in dein Hier und Jetzt. Voller Freude blicke ich dir noch einmal in deine Augen und ich kann erkennen, dass jetzt das Licht von Jesus in deinen Augen leuchtet. So verneige ich mich voller Liebe vor dir.
um wieder in die Dimensionen der geistigen Welt hinein einzutauchen. Meine Liebe ist bei dir und das Licht, es leuchtet in deinem Herzen. Und so legt sich der Mantel von Smarana um deine Schultern und du kommst wieder in deiner persönlichen Geschwindigkeit langsam in das Hier und Jetzt zurück. Ich danke euch sehr, dass ihr heute hier wart. Und ich wünsche euch allen wundervolle, schöne Feiertage, Frieden für die ganze Welt und ganz viel Licht und Freude. Wir sehen uns zum nächsten Video. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir und Jesus heute verbracht hast. Und wenn dir viel daran liegt, immer die besten, schönsten, neuesten Botschaften zu erhalten, dann abonniere bitte meinen Kanal, indem du hier auf die Kugel klickst. Und ich bedanke mich schon sehr bei dir. Alles Liebe, bis bald.